ein Strom der 68er-Bewegung ist eben der, den neuen Menschen zu erziehen, nicht nur im sozialistischen Sinne, sondern auch im sexuellen Sinne. Und das kann man überall nachlesen. Und da geht es vor allen Dingen darum, als Kind schon die Schamgrenzen, insofern, dass man auch kleine Kinder schon anfasst oder die sollen umgekehrt die Männer oder Frauen anfassen, so bis dahin, dass es also ganz klare Anweisungen gibt, die Kinder sollen nicht nur zugucken beim Geschlechtsverkehr der Eltern, sondern sie sollen auch mitmachen. Und in diesem Sinne würden dann alle Probleme der Welt, die Kinder später haben, Verklemmung, dass sie überhaupt nicht aus sich raus können, das würde alles verhindert werden. Also es gab schon eine Hybris, zu glauben, das ist die Weltformel der Weltbefreiung.